Bienvenidos de nuevo a Puno, amigos. Willkommen zurück in Puno, meine Freunde. Ich bin heute hier in einem privaten Port, wie ihr hier sehen könnt. Wir sind am Hafen. Denn ich habe durch den Cesar einen Freund kennengelernt. Der hat mir ein Angebot gemacht, dass ich heute eine Nacht auf einer schwimmenden Insel schlafen darf. Ja? Sau geil. Dann nehme ich euch heute mal mit und bin selber mal gespannt, was mich erwartet. Ich habe mit ihm jetzt einen Treffpunkt um 12 Uhr ausgemacht. Er kommt mit einem privaten Boot. Ja? Und jetzt warte ich hier einfach mal. Guckt euch aber mal die schöne Gegend an. Hier lohnt sich schon mal, hier zu warten. Da ist er schon angekommen. Das ist mein Boot jetzt hier. Mal gucken, wie ich da drauf komme. So, bevor es losgeht, müssen wir jetzt hier noch ein Ticket kaufen. Da wollten wir jetzt 1 für 8 verkaufen. Aber hier der Leonardo. Leonardo ist korrekt, ja? Der hat jetzt gesagt 5 Zoll. Ich kriege jetzt ein Büro-Ticket, Sonderpreis. Okay, amigo. Und dann. Adelante. Ja. So, mucho gusto. Ja. Bien. Alles klar, alles klar. Wir haben uns gerade gefragt, wie weit es ist. Er sagt, eine Stunde, Alter, mit der Nussschüssel jetzt hier. Okay, da bin ich mal gespannt hier. Ab geht's, ne? Interessant, ey. Unser Boot macht, es geht halt. Ab geht's, so geil, private Tour. Kommen hier schon die ersten Inseln. Die kennt ihr ja vom anderen Video. Ja, verlinke ich euch oben. Ja, das sind die ganzen Inseln, wo die jetzt hier wohnen. Der Leonardo wohnt auch auf einer. Und ich wohne bei ihm zu Hause, wie ich das jetzt richtig verstanden habe. Im eigenen Zimmer oder so. Bin ich mal gespannt, was mich da erwartet für ein Abenteuer. Das ist interessant, wir fahren jetzt hier durch so eine Art Fluss, sage ich jetzt mal, ja, so eine Schneise. Wir haben Traffico. Wir können jetzt nicht weiter, wir müssen anhalten ein bisschen. Also gibt es auch hier Traffic, unglaublich. Ja, gebt euch mal die ganzen Wohnungen. Hola, ¿qué tal? Also hier, Kanu oder Kajak, wie auch immer, kann man hier auch fahren. Ne? Boah, krass. Hier. Buros Isla, ja, Isla. Also das ist jetzt quasi das richtige touristische Dorf hier, wo die Leute wohnen, ja. Im vorigen Video waren wir ja in einem eher nicht touristischen Dorf oder Gegend, wie auch immer, ja. Aber hier ist ja verrückt. Eine riesen Anlage, Wahnsinn. Ganz anders als im vorigen Video. Die Boote sehen auch touristisch aus. Jetzt sind wir hier angekommen. Aha, also es ist schon sehr ja, touristisch halt, ja. Also publikmäßig. Voilà. Ja, sieht das Boot noch ran? Okay. Mal aufpassen, dass man jetzt hier reinfliegt. Hoppala. Das ist ja verrückt hier, ey, ohne Scheiß. Das ist jetzt so ein Häuschen da, wo die Leute drin wohnen. Ja. Geteil? Ja? Ah, okay. Es ist du Esposa? Como estás? Esposa? Suarmi. Suarmi? No sé qué es este. Esposa. Ah, esposa. Ah, pero en Aymara. Ah, en antiguo idioma. Ah, entiendo, okay. ¿Qué tal, Frankie? Bien, ¿y tú? No controlaste el tiempo. Después de una hora, llegamos aquí. Es no una hora. Es no, 5 minutos. No, no, also, es war jetzt keine Stunde, was er da sagt. Es waren jetzt vielleicht 15 Minuten, wo wir gefahren sind, ja? Also, ah, okay. Okay, Papas. Ja, hier bauen sie Kartoffeln an. Kartoffelchips. Kartoffelchips. Ah, ist du, usted es casas? Oh. Ah. My sweet, ja? Yeah? Okay, also ich kann jetzt mal zu meiner Suite laufen. Ah, hier. Guck mal, das ist ja verrückt. Ah, okay. Das sieht ja geil aus. Wow. Muy lindo. Ah. Lass mich mal hier kurz mit klarkommen. Ja, das sieht schön aus. Muy, mucho colores, ja? Ja, das ist hier
Bad, Pipi. Ah, und dónde es la ducha? Ah, la ducha. Este es sin ducha. Sin ducha? Sí. Ok. Ahí tenemos habitaciones keine Dusche. Con ducha, la grande, la otra, la es, esta tenemos. Pero yo ducha. Tengo sin ducha. Tú, directo al agua. Ah, das ist jetzt ein Abenteuer. Also ich habe das nach Hause ohne Dusche, aber er sagt, ich soll jetzt hier, wenn ich duschen will, einfach hier reingehen und schwimmen. Und okay, es ist ein bisschen arschkalt, aber warum nicht? Das Abenteuer mache ich mit. Okay, jetzt hat er mir nochmal erklärt, ich mit meinem Spanisch, du. Aber ich verstehe es, Gott sei Dank. Das ist jetzt so eine Notunterkunft. Heute Abend kann ich wohl umziehen in ein besseres, wo das Panorama besser ist, weil das jetzt noch besetzt ist. So, jetzt laufen wir noch ein bisschen durch die Insel. Vamos a Isla. Oh, es ist tu perro, ja? Sí. ¿Cómo se llama? Tito. Tito. Hola, Tito. ¿Cómo estás? Ja, un poquito de... Todavía no es cariñoso. Ja. Le falta un poquito domesticarse. Ah, okay. Jetzt sehen wir mal richtig, wie die hier leben, die Uros, die Ureinwohner. Das ist ja verrückt. So. Ah, Este es una habitación de tres camas. Tres camas, ja. Todo ahora están ocupadas. Ajá. Ajá. Okay, otra gente vive acá jetzt. Están alquiladas otras. Okay. Also andere Leute leben jetzt hier noch, ja, gerade. Touristen. Aha. Para cargar celulares. Ducha. Das ist ja mit Dusche, okay. Los baños para lavar. Okay. Jetzt seht ihr mal, also wenn ihr hier mal als Gruppe herkommt, könnt ihr hier drin wohnen. Okay, das erste. Otra cama. Na, guckt euch mal die schöne Aussicht an hier. Wirklich toll. Also da kann man dann liegen, sagt er, um nachher so die Sonne, den Sonnenuntergang zu genießen, ja. Na, guck mal hier die kleine schöne Katze. Hm, hallo, wie geht's? Na? Oh, du erinnerst mich an eine. Seine hatte ich früher auch, ja. Tenemos un gato y un perro. Es igual, similar. Ah, das ist eine doppelte Kammer, okay. Noch ein Zimmer. Aha. Esta es una doble también, pero con una cama pequeña. Ja. Una grande y una pequeña. Igualito puedes ver el baño. Okay, ich guck mir jetzt mal hier das an. Es baño privado sin ducha. Ah, okay, mismo que mi cama, más o menos. Ja. Privater, ja? Das ist jetzt sein privates Haus. Mal interessant, wie die leben hier. Esta es una matrimonial. Wow, muy grande cama. Con super cama. Oh, super cama, ja. Das ist ja riesig. Da kannst du viel Spaß haben. Aha. Das ist Condusa, wow, okay. Ah, da sieht man hier die Toilette. Das ist, das geht nicht in den See. Das wird hier aufgefangen. Jetzt gehen wir hier das zum El Comendor, also dieser Essenssaal, wie auch immer man das jetzt übersetzen mag. Ja, Speisesaal, Speisezimmer. Las patatas para cocinar. Mhm. Para los clientes. Este es el comedor. Aha, para todos los clientes. Para todos los clientes. Also für, wir essen halt alle, die hier wohnen. Ja, ganz klar, okay. Ein Gemeinschaftsraum. Das ist die Cocina, okay. Ja, das ist die Küche. Ah, Ja, mucho cosas, ha? Mucho, also die haben viele Sachen hier für die kleine Küche, oder? Ja. My name is Lina. I'm born here and I live in the Uros Floating Island. I have two children, my husband, my one dog and one cat. Only living not for the best. Only for the handicrafts, self the handicrafts, and my husband make, and this is my make, only self, this my handicraft, souvenirs, this is my island, all this is my island, this is my restroom, no? And my kitchen. Here I have two boats. A small boat for the come in and go and come back the tourist and my kid. And my kid is going to high school every day, going to Puno. I have two. One is going in the morning and other is in the afternoon. 12 o'clock is going and come back here 6:30. And my other kid is 6:30 in the morning going and come back here 3 p.m. My grandmother living in the other island and my mother living in here in this island. I am born in the next island. 1 hour in the rest the reeds. Now actually living here. The next time my kids
generation. She's like study. My daughter not like here because it's very, very dangerous. It's very difficult living here. The morning is in the night is cold for the study because every six and 30 is going to the school and is in sometime is ice. Yeah, minus 12, minus 15 Ooh. Is very, very ice a problem. And every 15 day, 20 day work the island. New read put is more difficult. It's more work in living here. But you have animals, snakes or crocodiles or something? Anything. Nothing, but this is safe, anything, yeah? Anything, not have animals dangerous in here. I have mosquitoes. Yeah, mosquitoes. spiders because it's not dangerous. Yeah, okay. No dangerous. No crocodile. No snake. No. Okay. But the mosquitoes have the dengue virus? No. No? No. No normal. Or malaria is not a problem. Malaria. Yeah. Not Nothing. Here. Okay. No. And how many islands you have? Approximately 100 islands. And how many families live here? 2,000 people. 2,000 people here on yes. this area. Yes, okay. All the islands. And how big is the island? How many kilometers? So this is only this area here. Only this. All these 2,000 people. And in this for 1 hour 40 minutes in this only is living for the fishing, for the hunting, recollect the eggs, living only for the. No, for the tourists. In here, all this is the tourist. This is a tourist area? Yeah, yeah tourist okay. area. But you live also from fishing or only from the tourist stuff like this now, here? Or? Now, actually, it is living for the tourists. The next island is only for the self, your handicrafts, and only this. And a lot of tourists buy this, yeah? Yes, yeah? By the tourists buy the... Some souvenirs. Ah, this is for fruits or something, yeah? Huh? Yes, for the fruit, candies, yeah. Decoration. This is my make. Only with hand, yeah? How long you need for this big one? The big is 1 month. This is for 25 days. 20 or 25 days. Wow. This is no. ecological. Uh-huh. House, reeds, ducks, fish. History Uros Island. Wow. House. You make this by yourself. Wow. Beautiful, yeah? Houses, tower, kitchen, how the cook. This is the single lady. Condor, puma, snake, how the loving single ladies and men. And this is the how the fish, how the going to recollect the eggs, the kids. Pillows, yeah? Yes. Okay. Yes. And how much is the prices for one, for example? This is 180 soles. 180 soles, okay. This is 60 soles. This is 150. This alpaca bull. This is alpaca? Yes, alpaca and this same. Alpaca is different. And you have only solar energy here? Yeah? Only solar, not have electricity at Puno because sometimes not have the sun, not have lighting here. Ah, if you have no sun, you have no energy. Yeah. Yeah? And it's necessary, the sun. Okay, but today is good, yeah? Mucho sol. It's, yeah, 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 it's good. Yeah, it's good. And you have also in the night energy? The in complete the night? Night is the energy battery. Uh-huh. You have saving. I must say yes. And the night is expulsed. So, ich bekomme jetzt noch eine kleine Privateboot-Tour. Ja? Jetzt fahren wir durch um den See ein bisschen rum. Jetzt müssen wir da irgendwie rüberkommen. Ich fliege gleich wieder rein hier. So. Wackelt ganz schön, ey. Hier sieht man jetzt zum Beispiel die Schilfboote. Neues Schilf. Und damit wird jetzt die Insel aufgefrischt, ja. Komm aus das. Ja? Hier, das sind die Anker, ja, wo es aber erzählt hat, dass die Insel nicht wegschwimmt. Und sogar ein Restaurant gibt es hier auf der Insel und die nehmen sogar Kreditkarte. Verrückt. Sie hat mir gerade gesagt, es kostet 30 Sol. Das ist auf jeden Fall extrem teuer. Wenn man überlegt, so ein Menü del Dia kostet hier so zwischen 7 und 15 Sol, ja. Ja, das ist eine richtig schöne touristische Insel da. Also ich habe jetzt gerade gefragt, ob die Inseln jetzt hier wirklich nur für die Touristen gebaut wurden. Aber die leben ja wirklich hier und natürlich ist das dann nebenbei ein Geschäft, wenn hier die Touristen das besuchen. Wenn man jetzt hier ein bisschen rumfährt, da sieht man mal, wie groß es wirklich ist. Das ist verrückt, ja. Also alles hier ringsherum
Jetzt mal aufpassen, dass man nicht hier reinfliegt, so wackelt das echt. Das ist jetzt interessant, da kommt jetzt ein Boot mit richtig viel Schilf, ja. Eine ganze Ladung voll, ey. Sie hat gemeint, es sind ungefähr 5-6 Kilometer Only, das von irgendwo her und bringt es hierher. Also es dauert ungefähr 2 Stunden von hier dahin zu fahren. Und dann ernten die das ab und dann fahren die nochmal hierher, da 2 Stunden. Das ist, und das jeden Tag. Ah, also jetzt, das ist eine Schule, Escuela, also Schule und Kirche. Wenn ich es jetzt richtig verstanden habe hier. Also da vorne ist jetzt die Kirche und da hinten ist die Schule, ja. Eine kleine Schule. Aber sie hat gemeint, die ist nicht gut, die ist schlecht. Ihre Tochter geht ja nach Puno, die ist besser, ja. Auch schön, da chillen sie da, wenn ihr das seht. Ja, da am Bett. Wird gesund. Na guck, das ist jetzt der Weg, wo die herkommen, immer mit dem Schilf da hinten. Übelst weit, krass. Guckt euch mal das Boot hier an, das ist erst 1 Jahr alt, hat sie gesagt. Und guckt, und wie das schon aussieht, ja, voll verrottet. Ah, da sieht man auch hier die Plastikflaschen, ja, die sind im Stroh drin heutzutage. Früher war das nicht so. Ja, jetzt guckt euch mal zum Vergleich das Boot hier an. Das sieht schon neuer aus. Hier sieht man auch die ganzen Solarpanel. Ja, da sieht man auch den Tank da oben, der für die Dusche sein, ja. So funktioniert das hier. Sehr interessant, sie hat mir gerade gesagt, weil ich habe gefragt, ob das Wasser verseucht ist halt. Und sie sagt, sie trinken das hier, ja. Aber wir können das nicht trinken, wir Europäer oder halt wir Ausländer. Wir kriegen Probleme. Irre, oder? Ah, das gibt es hier auch so. Größere Häuser oder was auch immer das sein soll. Wir sind auch gerade hier bei ein, zwei Inseln vorbeigefahren. Da war ganz schön viel Müll drauf. Und dann habe ich gefragt, warum da so viel Müll ist halt, ja. Und da sagt sie, ja, da wohnen nur Leute. Da kommen keine Touristen und besuchen das. Da denke ich mir auch, okay, also wenn keine Touristen kommen, lassen sie es halt vergammeln oder wie, ja. Hola! Also die Kinder haben hier so einen langen Schulweg, die haben nur 4 Stunden Schule, hat sie gesagt. Ja, weil wir sind ja früh hinfahren um 9 und dann ungefähr um 1 ist Schluss mit der Schule. Irgendwie sowas und dann fahren die wieder zurück, ja. Also normal, wenn du in Puno wohnst, die haben Schulzeiten wie bei uns, aber hier ist das nicht möglich. Da haben sie auch ein Fußballfeld hier, das ist aber glaube ich Land jetzt hier, das ist kein Schilf mehr. Und das Gebäude da, das große, ist Postamerika, sagt sie. Das ist also das Postoffice oder sowas, ja. Und hier ist der Kindergarten, ja, das Gebäude da. Für Kinder, wo, ja, 3, 4, 5 Jahre alt sind. Also ich denke mir gerade so, wenn man echt Zombie-Apokalypse sein sollte, hier kann man überleben, ja. Da gibt es dann Fisch zu essen und Schilf und was weiß ich. So, meine Freunde, jetzt sitze ich mal noch hier und chill ein bisschen. Mit dem schönen, teuren 10-Zoll-Bier. Prost. Es geht so. Also mir schmeckt das nicht so ganz, das Dorados. Pilzen finde ich besser oder das Golden. Einige Leute haben mir auch erzählt, das hier alles ist eigentlich eine Touristenabzocke. Ja? Also ich sage da mal jetzt nichts dazu, das soll so jeder für sich beurteilen. Aber weil, ich meine, das ist halt eine Insel, natürlich ist das hier alles teurer. Ja? Sie müssen das alles hierher transportieren. Gut 50 Euro die Nacht hier für so ein Ding. Muss jeder auch für sich entscheiden. Also ich persönlich würde es nicht ausgeben. Ich habe halt durch den Kontakt das jetzt so bekommen, ja, Gott sei Dank. Dafür, dass ich jetzt halt hier ein bisschen Werbung mache und so, ja. Ihr seht, was hier so abgeht, wie die hier leben. So, meine Freunde, jetzt traue ich mich mal hier an das eiskalte Wasser. Ich sehe zwar keinen anderen, nur mich. Ich bin nicht der einzigste Irre, der das jetzt macht, aber jetzt bin ich einmal hier und wer geht schon mal in den Tikitaka-See schwimmen, ne? Jump in, ja, jump. Ja. Es ist muy frío. Pruébalo con tu pie. Ich muss einmal abchecken. Mit Carazón ist Explosion, ne? A las dos y a las tres. Fuck, das ist das. Oh, ist das kalt. Muy frío. Oh. Leco, ich friere mir alles ab. Oh. Uiuiui! Oh, donde? Donde volver? En la llanta. Ah. Aha. Ja. Der Sportler, der packt es. Boah! Boah, mi aire! Alter, ich merke richtig. Vater, hey! Momento! Es ist so kalt und die Luft ist ja so dünn hier. Fast 4000 Meter in der Höhe. Meine Lunge. Oh. Verrückt. Jetzt leckt mich gerade mal fett. Jetzt habe ich den Raum gewechselt, ja, wie vorhin gesagt. Jetzt guckt euch das mal an hier. Nur für mich alleine, viel zu viel, aber ja, 2 Betten, ne? Ein Tisch, ist ganz gut. Gut, fliegen hier rum, die Moskitos, da kann man nichts machen, ist halt so. Ich habe eigenen Strom hier, ja, Generator mit Batterie und jetzt habe ich endlich hier ein Bad mit der Dusche, also Dusche, ja. Das ist doch mega, oder? Also es kostet halt sein Geld, wie gesagt, jeder muss das für sich entscheiden. Aber ich denke mal so eine Nacht oder 2 Nächte, wenn man so ein bisschen was gespart hat, kann man es hier schon mal gönnen. Vor allem,
bei der schönen Aussicht hier. Ja, wieder. Die Sonne ist mega. Und ich kann jetzt hier mich hinflacken. Meine Hose ist noch nass vom Schwimmen. Ich lasse die jetzt trocknen. Und nachher gibt es noch Abendessen, hat sie gesagt. Kostet 25 Soll. Das ist halt schon sehr teuer. Sie macht es halt frisch. Das ist halt so ein normales Standardmenü. Ich glaube, Pollo Blanche, also so gebratenes Hühnchen und sowas. Aber wie gesagt, es ist halt jetzt hier auf einer Insel und das macht man halt mal mit. Und denkt dran zu abonnieren, zu kommentieren für den Algo. Und unten habe ich noch einen Instagram-Link, da könnt ihr mir folgen. Da seht ihr immer, wo ich live bin, und noch einen kleinen Spendenlink für einen Kaffee. Ja, interessant, ich wollte jetzt essen. Sie sagt, sie kocht gerade. Sie hat dann gefragt, was ich will. Ich habe da jetzt gesagt, Hütchen, da Blanche. Und sie bringt mir das auch ins Zimmer, weil sie gemeint hat, das wird jetzt gerade richtig frisch, merke ich. Ja, wir haben jetzt gegen 6. Weil das hin und her laufen und so, es wird zu kalt. Ich würde jetzt auch hier essen, aber wahrscheinlich ist kein Platz zu sein. Ja, egal. Also auf jeden Fall bringt ihr das auch ins Zimmer, ja. Und ich habe mit Bier und so. Ja, der Nachteil jetzt vom Solar. Also die haben das da hinten verbaut. Hier würde ich halt gerne arbeiten, aber hier gibt es keinen Stecker. Ich habe kein Verlängerungskabel, gar nichts. Und jetzt wollte ich ja hier eigentlich mein Notebook laden. Und jetzt geht dieser eine Stecker hier nicht, ja. Ich habe vorhin schon mein Handy laden wollen und habe gemerkt, hey, das funktioniert nicht, obwohl das aufgeladen war. Also das Zeichen wurde angezeigt, aber es wurde nicht aufgeladen. Beim Notebook habe ich das gleiche Problem. Jetzt kann ich hier nur meine Kamera quasi aufladen, hier mit so einem Zigarettenanzünder, ne? Also das müsst ihr wissen, wenn ihr viel Technik habt und hier hinkommen solltet, das ist so der Nachteil. Ja, jetzt guckt mal, jetzt kriege ich hier mein Essen geliefert. Voll geil. Ja, krass. Ah, Conte, ja. Muy bien. Also hier heißes Wasser noch, Besteck und Pollo, Kartoffeln und was weiß ich, ja. Also ihr seht, es ist nicht viel, es ist schon teuer, ja, für den Preis. Aber was soll man jetzt machen? Besser als verhungern, ne? Ist halt ein kleiner Seniorenteller jetzt, ja? Für 25 Soll. Nächsten Tag. Ja, buenos dias, amigos. Am nächsten Morgen. War eine relativ angenehme Nacht. Also man konnte gut schlafen, weil die Betten hier allgemein im kalten Bereich von Peru sehr gemütlich sind. Man kann sie richtig schön einkuscheln. Problem war ein bisschen, heute Nacht die ganze Zeit irgendwie hat es immer gedonnert. Wahrscheinlich haben die Enten gejagt oder so, mit ihren alten Gewehren, wie im letzten Video zu sehen. Dadurch bin ich immer wieder mal aufgewacht und konnte nicht so richtig schlafen, ja. Also es ist schon richtig frisch jetzt, wir haben ungefähr 6 Uhr morgens. Ich hatte auch schon eine eiskalte Dusche, ja, also Warmwasser ist hier auch nicht, ja. Aber dadurch bin ich jetzt wach. Und jetzt tue ich mir gerade noch so einen schönen Kuka-Tee hier machen, eine Mate-Kuka-Tee. Habe schon meine Vitamine reingeballert, ja, nur zu empfehlen, dass man so halt Abwehrschutz hat ein bisschen. Und jetzt guckt euch mal das hier an. Schön morgens, auch sehr kalt, ja, und windig. So wacht man dann auf morgens, ne? Ist schon schön. Bin jetzt auch gerade dabei, ein bisschen zu packen. Nachher gibt's Frühstück. Keine Ahnung, was das kostet, weil ist mir auch alles egal, jetzt ehrlich gesagt. Und so als kleiner Tipp, ich habe mir damals so kleine Kompressionspäckchen geholt. Die funktionieren zwar nicht so richtig, das heißt, eigentlich ist das nur so eine Ordnung für die Kleidung. Ja, ich habe immer so T-Shirt-Hosen sortiert in den anderen Unterhosen und Socken, dass das so ein bisschen System hat. Verlinke ich euch auch mal unten. Aber ihr seht, das ist noch nicht mal voll, da kommen noch andere Kleidung hin. Das ist Dreckswäsche, die muss ich noch irgendwo anders hinpacken. Meine Tasche, die platzt aus allen Nähten, meine Notebooktasche auch. Also es ist schon unangenehm, so ein bisschen zu reißen. Ich muss unbedingt noch optimieren, weil manche haben geschrieben, ja, hast du nicht mal Platz für Nüsse, so mitnehmen. Theoretisch habe ich schon Platz, habe ich auch dabei. Sowas auf Reisen, immer so kleine Nüsse. Aber es ist unangenehm, wenn alles aus den Nähten platzt. Es ist halt schwer alles und unhandlich und das muss ich unbedingt noch optimieren. Das Problem ist halt, das ist in kalten Ländern einfach fast nicht möglich. Man braucht warme Sachen, die nehmen viel Platz weg. In Thailand oder so, da kann man theoretisch mit Badehose und Schnorchel losreißen und kauft alles da und fertig. Aber hier so wie Peru, es ist schwieriger, ja. Ich fahre jetzt zurück. Frühstück habe ich jetzt nicht aufgenommen, weil da noch einige Leute waren, die wollten es nicht. Ist okay, das akzeptiere ich natürlich auch. Wie immer, wenn euch das Video gefallen hat, gerne abonnieren, ja, ganz wichtig. Kommentieren für ein Algo. Unten habe ich noch Instagram, da könnt ihr mir folgen, da seht ihr immer, wo ich live bin. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.